Herzlich willkommen zum Derby zwischen unserem RWE und Rot-Weiß Oberhausen. Die Mannschaft von Carsten Neitzel muss ein zweites Mal hintereinander in der Fremde antreten. Die heutige Begegnung ist dann auch gleich ein kleiner Vorgeschmack auf das Niederrhein-Pokalfinale, in dem beide Mannschaften am Pfingstmontag wieder aufeinandertreffen. Eine Veränderung gibt es in der Startaufstellung im Vergleich zum Sieg beim SC Wiedenbrück. Für Kamil Bednarski darf heute Dennis Malura von Beginn an ran. Zwar findet unsere Mannschaft diesmal nicht so gut in das Spiel wie in den letzten Begegnungen, trotzdem sollte ihr die erste Torchance des Spiels gehören, als Malura den Ball auf Platzek verlängert und der dann direkt abschließt. Robin Udegbe muss da auch nachfassen, hat dann aber doch den Ball, bevor Marcel Platzek nachsetzen kann. Die Gastgeber haben genauso wie unsere Elf die letzten beiden Spiele gewonnen und wollen genauso den dritten Sieg in Folge. Ihr Linksverteidiger Tim Hermes kann hier von der Mittellinie losmarschieren, wird nicht wirklich angegriffen und kommt dann zum Abschluss. Der Ball verfehlt dann aber doch das Tor von Robin Heller. 2 Minuten später hat Oberhausen dann diesen Freistoß aus dem Halbfeld. Mike Odenthal zieht den Ball Richtung Tor auf den zweiten Pfosten und da ist Yassin Benballa und plötzlich ist der Ball im Tor. RWO geht hier durch ihren französischen Mittelfeldspieler in Führung. Nach dem gut getretenen Freistoß hatte er sich hinten davon gestohlen und dann eingenickt. Eine knappe halbe Stunde ist dann gespielt, als wieder Mike Odenthal mit seinem starken linken Fuß den Ball vor das Tor bringt. Harry Kurt weiß dann aber diese Chance nicht zu nutzen und befördert den Ball über das Tor. Da hatten unsere Jungs Glück, dass es nur mit einem 1-0 Rückstand hier in die Pause geht. Zur zweiten Halbzeit brachte Carsten Neitzel dann Kamil Bednarski für den bereits gelb verwandten Robin Urban und fand scheinbar auch die richtigen Worte in der Kabine, denn die Mannschaft wird nun wacher und frischer. So dauert es nicht lange, bis Benjamin Bayer aus 30 Meter einfach mal abzieht. Auf dem Tornetz landet der Ball, ein schöner Versuch unseres Kapitäns, der nun vorangeht bei der Aufruhrjagd. Die Chance ist dann der Startschuss zu einem echten Schlagabtausch. Jetzt ist Oberhausen dran. Tarek Kurt dribbelt in den 16er, schaut und legt dann zurück auf Benballa. Das muss eigentlich das 2-0 sein, aber diesmal drischt er in Rückenlage den Ball über das Tor. Und in dem Rhythmus sollte es dann auch weitergehen. Nach einem Eckball von Benjamin Bayer ist Kai Bröger mit dem Kopf dran, aber Udegbe hat den Ball sicher. Wieder nur eine Zeigerumdrehung später. RWE kommt über links. Kevin Grund spielt auf Kamil Bednarski, der kommt zur Grundlinie und flankt. Hinten ist es Dennis Malura, der mit dem Kopf ablegt und so hat Bayer dann die Chance. Odenthal rettet aber in höchster Not. Erst bekommt er ein Bein dazwischen, dann kann er den Ball ins Aus befördern. Unsere Essener bauen nun immer mehr Druck auf und schnüren den Gegner hinten ein. Die können sich nach der Flanke von Kevin Grund nicht befreien und so versucht dann Kai Bröger sein Glück. Kommt mit seinem Schuss aber nicht durch die vielbeinige Abwehr der Oberhausener. Und wieder vergeht nur eine Minute, bis die Mannschaft von Carsten Neitzel erneut im Angriff ist. Marcel Platzek sieht den freien Bayer auf der anderen Seite. Pfosten! Diesmal ist das Aluminium dem Ausgleich im Weg. Schade, so langsam dürfte nun das Tor aber wirklich fallen. Dann sind die letzten 10 Minuten angebrochen. Die Jungs von der Hafenstraße haben einen Freistoß. Der Ball liegt fast identisch wie beim Oberhausener Führungstreffer. Bayer führt aus und findet Timo Brauer. Da ist endlich der Ausgleich. Das war jetzt mal überfällig. Für unsere Nummer 6 ist es das erste Tor der Saison. Da bricht jetzt dann auch alles aus ihm heraus nach dem Treffer beim Derby. Am zweiten Pfosten ist er hier hochgestiegen und hat dem Torhüter keine Chance gelassen. Und beflügelt vom Ausgleich will unsere Elf dann auch den Sieg und spielt weiter nach vorne. Dennis Malura kann dann unbedrängt flanken und vor dem Tor ist Platzek mit dem Kopf da. Nur leider geht der Ball knapp über den Oberhausener Kasten, sonst wäre das Spiel komplett gedreht. An Moral mangelt es wahrlich nicht, der dritte Dreier in Folge soll nun eingefahren werden. Und nach dem Zuspiel von Bednarski ist es dann wieder Platzek, der hier schießen kann. Heute aber im Abschluss nicht vom Glück verfolgt. Es läuft dann schon die 90. Bis zum Schluss laufen unsere Essener an. Nachdem es bei Marcel Platzek vor dem Tor gerade nicht klappen wollte, weicht er nun auf den rechten Flügel aus, bringt von dort den Ball herein und da ist dann Kai Bröger.
Aber auch dieser letzte Angriff bringt keinen Erfolg. Kurz darauf ist nämlich Schluss. 1:1 unentschieden trennen sich also RWE und RWO. Unsere Mannschaft bleibt damit im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und hat trotz der englischen Woche in den Knochen in der zweiten Halbzeit nochmal alles in die Waagschale geworfen und war dem Sieg nahe. Jetzt ist eine Woche Pause, bevor man am kommenden Samstag zum letzten Heimspiel der Saison den TuS Erntebrück an der Hafenstraße empfängt. Bis dahin nur der RWE.